Alexander der Große. Die Lichtgestalt im antiken Griechenland. Der Königssohn aus dem abgelegenen Makedonien wird zum größten Eroberer aller Zeiten. Damit hat niemand gerechnet. Damit, dass jemand versucht, die ganze Welt richtig konkret zu erobern. Und zweitens, dass ihm das auch noch fast gelingen würde. Er ist der erste Europäer, der ein Weltreich begründet, das vom Mittelmeerraum bis ans Ende der damals bekannten Welt reicht. Der Ruhm auf dem Schlachtfeld bedeutet ihm mehr als das eigene Leben. Seinen Krieg macht er zur heiligen Mission. Wo er hinkommt, tritt er als Befreier auf. Und er träumt von einem Imperium, in dem die Völker friedlich miteinander leben. Mit ihm an der Spitze. Es gibt nur wenige einzelne Menschen, die die Geschichte so stark beeinflusst haben wie Alexander der Große. Alexanders Geschichte beginnt mit einer Legende. Seine Geburt, heißt es, kündigen die Götter mit wundersamen Naturerscheinungen an. Es muss in der Nacht zum 20. Juli 356 vor Christus gewesen sein, als bei Olympias die Wehen einsetzen. Die Königsfamilie hofft auf einen Sohn. Sie braucht dringend einen geeigneten Thronfolger. Alexander ist zwar nur der Zweitgeborene, trotzdem steht von Anfang an fest, Olympias Sohn soll Makedonien in eine glorreiche Zukunft führen. Alexander, werde deiner Geburt gerecht. Im 4. Jahrhundert vor Christus ist Griechenland im Auf- und Umbruch. Während die einen noch einer Welt aus Mythen und göttlicher Bestimmung nachhängen, streben andere bereits nach wissenschaftlichen Erklärungen. Die Schrittmacher der neuen Strömungen sind die großen Städte. Allen voran Athen, das die Demokratie ausgerufen hat. Dort bestimmen die Bürger die Politik des Staates. Alexanders Heimatort liegt fernab der modernen Ballungszentren, nördlich des Olymp, in einer ländlichen Region. Makedonien ist lange nur ein einfacher Bauernstaat. Ein Königreich, das wirtschaftlich völlig unbedeutend und politisch ständig in Bedrängnis ist. Erst Alexanders Vater, König Philipp II., zeigt, wozu er und sein Land fähig sind. Er organisiert seine Streitkräfte um, entwickelt neue Waffen und macht die Kavallerie zur stärksten Angriffsformation. In mehreren Schlachten gelingt es ihm, seinen Machtbereich zu erweitern. Und er schmiedet Allianzen. Die vier größten Städte aber verweigern sich dem siegreichen Herrscher. Makedonien sei Barbarenland, sagen sie. Dabei scheut das verachtete Königreich keine Kosten, seinen Staat nach griechischem Vorbild zu modernisieren. Den Fortschritt treibt Philipp zügig voran. Das gilt besonders für die makedonische Hauptstadt Pella. Die schlichte Siedlung lässt der König im Stil der blühenden Metropolen zum prächtigen Regierungssitz ausbauen. Dort wächst Alexander auf, in einer Zeit großer Unruhen. Der Thronfolger erhält eine Eliteausbildung. Täglich trainiert er den Umgang mit Waffen und den Nahkampf. Die kriegerische Erziehung bereitet ihn auf die unbarmherzige Realität vor. Wer herrschen will, muss vor allem kämpfen können. Sein Vater Philipp lebt es ihm vor. Er verbringt die meiste Zeit im Krieg, während Olympias ihren Schutzbefohlenen immer im Auge behält. Los, verschaff dir den Respekt deiner Kameraden, Alexander! Du kannst dich ja nicht mal selbst verteidigen, Schwächling. Komm her.
Lass mich! Was ist los mit dir, Sohn? Verzeih, Vater. Ich habe... Du darfst niemals Schwäche zeigen, hörst du? Du musst der Beste sein, in allem, immer. Hör auf. Er ist doch noch ein Kind. Misch dich nicht ein. Makedonien braucht Krieger. Und was bekomme ich von meinen Frauen? Der erste Spross ist schwachsinnig, der zweite ein Schwächling. Ihr macht mich zum Gespött bei Freund und Feind. Alexander, Hephaistion, zeigt, was ihr gelernt habt. Für heute reicht es mir. Was das persönliche Verhältnis von Philipp und Alexander anlangt, denke ich, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass Philipp zwar 7 verschiedene Ehen eingegangen ist, aber aus diesen Ehen letztlich nur 2 Söhne hervorgegangen sind. Und der zweite, Philipp Aridaios, der ist offenbar den Maßstäben nicht gerecht geworden. Möglicherweise hatte er eine körperliche Behinderung. Also er wird manchmal auch als geradezu schwachsinnig charakterisiert, so dass Alexander der einzige Sohn war, den Philipp aufweisen konnte. Alexander wird nicht nur an seinem Vater gemessen, sondern auch an seiner göttlichen Abstammung. Ein Mosaik aus Pella zeigt ihn mit einem Löwen, in der Gestalt des Herakles, einem Sohn von Zeus. Der Löwe soll Alexanders königliche Abstammung, die Herakles-Gestalt seine gottgleiche Stellung bezeugen. Sie ist ihm in die Wiege gelegt. Auch Alexanders Eltern glauben an ihre überirdische Herkunft. Man nennt das Stammbaumfiktion, in der Antike nichts Ungewöhnliches. Mit der Überhöhung begründen viele Königsfamilien ihren Herrschaftsanspruch. Der Götterglaube wird in ganz Makedonien ernst genommen. Dass der zukünftige Thronfolger Alexander von Natur aus übermenschliche Fähigkeiten besitzt, zweifelt niemand an. Es sind aber vor allem Olympias religiöse Anschauungen, die Alexander stark beeinflussen. Sie betreibt diverse Kulte und flüstert dem Jungen ständig ein, dass er selbst nicht von dieser Welt sei. Komm her, mein Liebling. Hör nicht auf deinen Vater. Sein Herz ist aus Stein. Ich tu doch, was er will. Wieso ist er immer enttäuscht von mir? Na komm. Nein. Nicht enttäuscht, er ist neidisch. Denn in deinen Adern strömt wesentlich edleres Blut als in seinen. Mutter, hör auf, das glaubst du doch selbst nicht. Ich verrate dir ein Geheimnis. In der Nacht, als ich dich empfing, hörte ich ein Donnern. Und ich spürte, wie ein Blitz in meinen Leib fuhr. Aber du bist doch unversehrt. Verstehst du nicht? Zeus hat dich gezeugt. Zeus ist dein Vater. Und Philipp weiß das und ist eifersüchtig auf dich. Das ist natürlich auch wieder eine ganz spektakuläre Geschichte, die Erzeugung Alexanders durch Zeus. Solche Dinge werden meistens erzählt, wenn es darum geht, die Zeugungsumstände, oder werden häufig erzählt, wenn es darum geht, die Zeugungsumstände berühmter antiker Menschen zu erläutern. Da träumen die Mütter plötzlich spektakuläre Träume, da erscheinen Götter in Tiergestalt und zeugen im Traum oder in Wirklichkeit diese Kinder, denen dann eben von vornherein etwas Heroisches anhaftet. Die Helden der griechischen Mythologie sind Alexanders großes Leitbild. Wie sie will er immer der Beste sein, alle übertreffen. Allen voran verehrt er Achill aus der Sage um den Kampf um Troja. Achill spielt die Hauptrolle. Er ist unverwundbar und der tapferste Krieger der Griechen.
An seiner Seite kämpft Patroklos, sein treuer Freund. Beide fallen auf dem Schlachtfeld. Doch ihre Taten machen sie unsterblich. Aristoteles, einer der größten Gelehrten Griechenlands, lässt für Alexander eine eigene Abschrift des Textes anfertigen. Der Königssohn ist gerade 13, als Aristoteles dem Ruf als Prinzenerzieher nach Pella folgt. Alexander lernt von ihm alles über die griechische Kultur. Von der Kunst des Dramas, Geographie, Naturwissenschaften bis hin zur Literatur und Philosophie. Das Wichtigste aber ist das Studium der Ilias von Homer. Die Erzählung gehört zur Pflichtlektüre. Jeder Grieche kennt sie. Weißt du noch, was Achilles Vater seinem Sohn mit auf den Weg gab? Er soll immer der Beste und allen anderen überlegen sein. Das könnte auch von meinem Vater stammen. Vielleicht ist dein Vater weiser, als es vielen erscheinen mag. Und, gelingt es Achilles? Weißt du, Achilles Ehrgeiz hat nichts mit dem Ehrgeiz gewöhnlicher Menschen zu tun. Er ist beseelt von heiligem Zorn. Weil er seinen Freund Patroklos rächt und die Leiche des Mörders tagelang durch den Schmutz schleifen lässt? So ist es. Aber er zeigt auch Menschlichkeit, indem er ihm ein würdiges Begräbnis gewährt. Achilles hatte die Wahl. Ein langes Leben, das in Vergessenheit gerät. Oder ein kurzes Leben und ewigen Ruhm. Den werde ich nie erlangen. Warum nicht? Mein Vater lässt mir nichts übrig. Bis ich mich beweisen kann, hat er ganz Griechenland allein erobert. Komm her, ich zeig dir was. Komm. Lass ihn Griechenland. Vor dir liegt die ganze Welt. Das Perserreich, das bis an den Rand der Welt reicht, bis nach Indien. Vor über 100 Jahren hat ihr König Griechenland überfallen. Er hat unsere Städte verwüstet und die Akropolis in Athen niedergebrannt. Und dann? Was ist dann passiert? Die Griechen haben sich zusammengeschlossen und die Perser vertrieben. Was bleibt dann für mich? Die Perser sind noch immer eine ständige Gefahr. Ihre Soldaten stehen noch immer jenseits des Hellespont, direkt an unserer Türschwelle. Sogar das Grab des Achill ist im Besitz dieser Barbaren. Du willst ewigen Ruhm? Eine die Griechen und führe sie gegen die Perser. Das wäre für wahr die Tat eines Helden. Aristoteles war ein Universalgelehrter, der auf allen Gebieten Bescheid wusste, Sohn eines Arztes. Er hat Alexander die Medizin, die Naturwissenschaft und den Homer natürlich nahegebracht. Alexander hat das sehr begierig aufgegriffen. Und das sind Dinge, die er in seinem späteren Leben als Entdecker und Homer-Verehrer natürlich eine enorme Rolle gespielt haben. Er gibt das berühmte Wort von ihm: Philipp hat mir das Leben geschenkt, aber Aristoteles das gute Leben. Die Schule von Aristoteles liegt in der Abgeschiedenheit eines Nymphenheiligtums. Ein idealer Ort, um sich der Suche nach Wissen und Erkenntnissen zu widmen. Die Natur hat viele Geheimnisse. Nur durch Nachdenken alleine aber werdet ihr sie nie entschlüsseln. Geht hinaus in die Welt und beobachtet sie. Ihr müsst sie fühlen, schmecken, riechen, mit all euren Sinnen prüfen und erforschen. Los, probiere es aus. Ah. Beobachten und verstehen. Schau, eine Feder. Und da, das Nest. Los, wir holen uns ein Ei. Da kommen wir nie ran. Der Vogel wird dir die Augen aushacken. Du musst ihn aus dem Nest vertreiben. Und ich greif zu. Viel zu gefährlich. Achill und Patroklos hatten auch keine Angst. Komm! Alexanders Wagemut ist sprichwörtlich.
Er nimmt jede Herausforderung an. Und er hat Hephaistion, seinen Freund, für jede Notlage. Alexander, der Vogel kommt zurück. Komm schnell wieder runter. Bravo! Bravo! Zwischen Mut und Leichtsinn verläuft ein schmaler Grat, mein Junge. Jedes Wagnis will gut überlegt sein. Nur dann wird es belohnt. Merk dir das. Dann beweist das Ei in meiner Hand, dass ich nicht leichtsinnig war, sondern mutig. Deine Worte sind klüger als deine Tat, Alexander. Wer aber nur seiner Leidenschaft folgt, handelt ohne Verstand. Ende der Lektion. Nach 3 Jahren ist Alexander für seine Rolle als Herrscher gerüstet. Das meiste lernt er bei Aristoteles. Zwar sind sie nicht immer einer Meinung, aber der Gelehrte bleibt einer seiner engsten Ratgeber. Die vermutlich bekannteste Legende aus Alexanders Kindheit erzählt von der Zähmung des Bukephalos. Was will denn dein Vater hier? Er sucht Pferde für die königliche Leibwache. Ich kann es kaum abwarten, bis wir selbst an der Seite des Königs kämpfen. Du vielleicht. Aber glaubst du im Ernst, mein Vater wird mich an seine Seite holen? Was bringst du mir heute? Ein Pferd, das nur eines Königs würdig ist. Das ist Bukephalos, mein bestes Pferd. Warum heißt er Bukephalos? Das heißt auch Ochsenkopf. Einige sagen, er heißt so wegen seines Brandzeichens. Andere meinen, weil er einen Dickschädel hat wie ein Ochse. Ein prachtvolles Tier. Was soll es kosten? Für 13 Talente gehört es dir. Ein stolzer Preis für ein stolzes Pferd. Lass ihn mich mal ansehen. Den Quellen zufolge gibt es viele Versuche, aber niemand kann den Hengst reiten. Allein der aufgeweckte Alexander findet die Lösung, warum das Pferd panisch reagiert. Ich weiß, warum Bukephalos so unruhig ist. Wieso? Warte! Siehst du nicht, dass ich genug wilde Stuten um mich herum habe? Was soll ich da noch mit einem widerspenstigen Hengst? Vater! Ich kann ihn reiten! Na, gib nicht so an. Statt eines gestandenen Mannes ausgerechnet du? Bitte, lass es mich versuchen. Wenn ich ihn nicht zähme, zahle ich dir seinen Preis zurück. Von mir aus. Ich biete dir 6 Talente. Ich will nicht, dass sich mein Sohn in jungen Jahren hoch verschuldet. Hab keine Angst. Du fürchtest dich vor deinem eigenen Schatten, nicht wahr? Dreh dich. Ruhig. Seht ihn euch an. Das ist mein Sohn. Mein Junge sucht dir ein passendes Königreich. Makedonien ist zu klein für dich. Durch die Geschichte von der Zähmung wird Alexanders Eroberungszug zur Vorsehung und sein Pferd zum berühmtesten Tier der Antike. Die Verbindung zwischen dem wilden Hengst und dem Königssohn sei einzigartig gewesen. Niemand außer ihm habe Bukephalos je reiten dürfen. Solche Geschichten sind doch Versuche von Menschen, sich etwas ganz Besonderes zu erklären, sich ein besonderes historisches Ereignis oder eine besondere historische Figur, Gestalt zu erklären. Und da kommt dieser Junge und gibt sich geradezu als Pferdeflüsterer und bringt dieses Pferd gleichsam psychologisch zu freiwilligem Gehorsam. Damit beschreibt diese Geschichte eigentlich das mitreißende Charisma Alexanders des Großen.
Mit 16 Jahren ist Alexanders Kindheit abrupt zu Ende. Auf den Kronprinzen wartet eine große, verantwortungsvolle Aufgabe. Die aggressive Expansionspolitik von König Philipp hat einen neuen Konflikt heraufbeschworen. Blutige Auseinandersetzungen drohen. Philipp zieht in den Krieg. Alexander soll die Regierungsgeschäfte so lange weiterführen. Hiermit gebe ich mein Königreich in deine Obhut. Und ernenne dich zum Mitregenten. Auslöser für die erneute Krise ist ein Überfall an den Dardanellen. Philipp bringt eine Schiffsladung Getreide in seine Gewalt, die für Athen bestimmt ist. Der mächtige Stadtstaat tobt und erinnert sich an eine uralte Freveltat. Als die Perser 150 Jahre zuvor den Tempel der Stadt niedergebrannt haben, stehen die Makedonen im Bündnis mit den Angreifern. Der Wiederaufbau des Heiligtums ist für die Athener das Symbol ihres Triumphs über die verhassten Perser. Am Ende haben sie den Feind vertrieben. Am Fuß der befestigten Oberstadt leben zu Spitzenzeiten etwa 80.000 Menschen. In Athen existiert schon lange die Demokratie. Bei wichtigen Entscheidungen haben die Bewohner das politische Sagen. Alleinherrscher wie in Makedonien oder Persien gibt es nicht mehr. Demosthenes ist der Redelsführer gegen Philipp. In einer flammenden Rede fordert der Staatsmann den Rat auf, Makedonien endgültig in die Schranken zu weisen. Und zwar mit Militärgewalt. Nicht durch Worte, durch Taten haben unsere Väter und Vorväter uns zu freien Griechen gemacht. Mit ihrem Blut haben sie uns vor der Tyrannei der Perser bewahrt. Aber jetzt ist die Freiheit Athens wieder bedroht durch Philipp, den König der Makedonen. Aber es waren die Perser, die damals unsere Stadt verwüstet haben, nicht die Makedonen. Als Freunde, nicht als Bedrohung sollten wir sie betrachten. Und deswegen lieber mit ihnen verbündet die Perser angreifen und vernichten. Aber die Makedonen sind keine Griechen, sie sind Barbaren. Und genauso wie diese Perser voller Niedertracht. Wenn wir uns mit ihnen verbünden, dann holen wir uns den Feind direkt ins eigene Haus. Im Streit um Delphi eskaliert die Situation. Die Tempelanlage ist nicht nur der heiligste Ort der Griechen, sondern spielt auch politisch eine wichtige Rolle. Wer über Delphi herrscht, hat die Vormacht im Kernland. In der Regel wacht Athen über die Weihestätte. Doch auch andere griechische Städte erheben Anspruch auf Delphi. Bei einem Übergriff treten die Makedonen als strahlende Retter des Heiligtums auf. Athen fühlt sich gedemütigt, als die Barbaren aus dem Norden zum obersten Verwalter von Delphi ernannt werden. In ganz Griechenland wird nach Verbündeten gesucht, um gegen den verhassten König Philipp vorzugehen. In der Nähe von Chaironea treten die Armeen gegeneinander an. Auch Alexander und seine Gefährten sind dieses Mal dabei. Für die meisten von ihnen ist es die erste große Schlacht im königlichen Heer. An der Seite des Makedonen kämpfen nur die besten Männer. Wie sein Freund Kleitos. Er gilt als erfahren. Dann ist da Parmenion, ein alter General. Er hat einen Sohn. Sein Name ist Philotas. Er und Ptolemaios gehören seit ihrer Kindheit zu Alexanders Gefolge. Genauso wie sein engster Vertrauter Hephaestion. Die Makedonen wissen, wer an diesem 2. August 338 vor Christus den Sieg davonträgt, wird auch über die Zukunft der ägäischen Welt entscheiden. Mit je rund 34.000 Mann sind beide Armeen etwa gleich stark. Alexander ist die Kavallerie anvertraut. Auf sie kommt es an. Es geht um Ruhm und Ehre, Leben und Tod. Alles oder nichts.
Hast du nicht mal gesagt, dein Vater lässt keinen Ruhm mehr für uns übrig? Da habe ich mich wohl geirrt. Macht euch bereit! Auf mein Kommando! Auf Alexander und seine Männer wartet eine große Herausforderung. Denn die Reiterei soll den Angriff eröffnen. Wie Achill und Patroklos. Unter Alexanders Führung vernichtet die königliche Reiterei die heilige Schar der Thebaner, die gefürchtete Elitetruppe. Die Fußsoldaten der Athener werden in eine Falle gelockt und rennen in eine Mauer aus tödlichen Speeren. Makedonien ist die neue militärische Supermacht in Griechenland. Und Alexander, der Held von Chaironea. Alexander als Kommandant der Reiter galt als derjenige, der den Sieg herbeigeführt hat. Und das hat natürlich sein Ansehen bei den Makedonen und in gewisser Weise auch bei den Griechen ganz enorm beflügelt. Und gezeigt, also wenn der König werden sollte, der zeigt den Leuten. Kurz nach der Schlacht bestellt Philipp die Vertreter aller Städte nach Korinth. Sparta weigert sich. Es kommt trotzdem zum Friedensbündnis, das den Griechen strikt untersagt, untereinander Krieg zu führen. Stattdessen schlägt Makedonien vor, gemeinsam Persien anzugreifen. Auf dem Rückweg macht Philipp Halt beim Orakel von Delphi. Der Herrscher will wissen, wie seine Aussichten sind, den übermächtigen Gegner zu besiegen. Ein Lorbeerkranz aus Gold ist der Preis für die königliche Anfrage an den göttlichen Apollon. Eine Priesterin befragt das Orakel. Es spricht durch sie. Neblige Dämpfe versetzen die Pythia in Trance, verschaffen ihr Zugang zur Welt und Weisheit der Götter. So glaubt man im antiken Griechenland. Armen Bittstellern antwortet sie auf Fragen nur mit Ja oder Nein. Reichen wie Philipp aber bietet sie exklusive Weissagungen. Sie sagt, begrenzt ist der Stier. Er findet sein Ende. Und das ist der, der ein Opfer dabei wird. Sie spricht also von einem Opferstier. Ein Zeichen für den Tod des Königs. Aber auf welchen König bezieht sie sich bloß? Den Perserkönig? Oder Philipp? Wie immer bleiben die Prophezeiungen der Pythia rätselhaft. Was der Makedone glauben soll, entscheiden allein die Priester. Sie sind die eigentlichen Machthaber in Delphi. Du wolltest wissen, ob du die Perser besiegen wirst. Das Orakel hat gesprochen. Der König wird sterben. Philipp zweifelt nicht. Die Zeichen deuten auf Sieg. Was ist mit dir, Alexander? Es geht los. Wir ziehen gegen die Perser. Wir? Wohl kaum. Mein Vater hat sich anders entschieden. Bevor wir nach Persien ziehen dürfen, geht Parmenion als Vorhut voraus. Ohne uns. Was? Ohne uns? Hat dein Vater schon vergessen, wem er den Sieg in Chaironea verdankt? Was glaubt er? Ich glaube, er fürchtet, ich sei besser als er. Du solltest dir weniger Sorgen um Philipp machen, als um seine neue Frau. Vater hatte immer viele Frauen. Warum sollte mich genau seine neueste stören? Sei nicht dumm. Dein Vater wird dich jetzt fallen lassen. Mutter, bitte. Denn ihm ist seine neue Braut wichtiger, als ich es je sein konnte. Nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie eine echte Makedonin ist. Und wenn sie dem König einen Sohn schenkt, bekommt er den Thron. Lasst uns anstoßen!
Lasst uns trinken auf das Königspaar. Heil ihnen! Auf dass es uns seinen Thronfolger reinen makedonischen Blutes schenke. Siehst du? Was willst du damit sagen, hä? Alexander! Aus ihm spricht der Wein. Er ist es nicht wert. Ich bin der Thronfolger. Entschuldige dich, Alexander. Attalos ist mein Gast. Ich entschuldige mich, wenn du mir den nötigen Respekt zollst. Noch bin ich der König. Noch bin ich der König. Noch entscheide ich. Und du hast mir zu gehorchen. Gehorche! Dir gehorchen? Schau dich doch mal an! Du willst ein Heer gegen die Perser führen? Du schaffst es nicht mal von einem Tisch zum anderen. Ihr Sturköpfe, gemeinsam habt ihr Griechenland im Kampf vereint und jetzt streitet ihr im eigenen Haus. Komm, wir sind hier nicht mehr erwünscht. Geh nur. Ich will dich nie wiedersehen. Alexander und seine Mutter gehen ins Exil nach Epirus, in Olympias Heimat. Endlose Monate vergehen ohne jeglichen Kontakt zwischen Vater und Sohn. Alexander ist auf dem Abstellgleis. Da er aber dringend für den Persienfeldzug gebraucht wird, schickt der Makedonenhof schließlich einen Gesandten. Du hast nach mir gerufen, Mutter? Alexander! Mein alter Freund! Demaratos kommt vom Hof deines Vaters. Er sagt, Philipp will sich wieder mit dir versöhnen. Hat er das gesagt? Du kennst ihn. Eine Entschuldigung kommt ihm noch schwerer über die Lippen als Lob. Aber ich versichere dir, er bereut euren Streit und wünscht sich nichts sehnlicher als die Rückkehr seines Sohnes. Nichts als leere Worte. Hat dich Philipp nicht genug gedemütigt? Statt vor ihm in die Knie zu gehen, solltest du dir holen, was dir berechtigterweise zusteht. Mit dem Schwert in der Hand. Aber er ist mein Vater. Zeus ist dein Vater. Lass uns allein. Mutter. Ich habe gelernt, zwischen Mut und Leichtsinn zu unterscheiden. Der gesamte makedonische Adel ist auf Vaters Seite. Dann gewinne ihre Unterstützung. Sieh dich an, mein Sohn. Du bist alles, was Philipp nicht ist. Er ist grob und du bist edel. Er ist ein Krieger, aber du bist ein König. Mutter, hör auf damit. Ich werde nicht die Hand gegen meinen eigenen Vater erheben. Er ist nicht dein Vater. Es ist nicht sein Blut, das in dir fließt. Wir sind ihm nicht schuldig. Olympias und Alexander, die haben gemeinsame Interessen. Und Olympias Einfluss ist nur garantiert über den Sohn. Möglicherweise ist ihr Leben nur garantiert, wenn der Sohn entsprechend an der Macht bleibt. Fast ein ganzes weiteres Jahr vergeht, ohne dass etwas passiert. Erst eine Hochzeit zwischen dem makedonischen Königshaus und der Familie von Olympias bringt die Wende. Der Streit hat in Pella für Unruhe gesorgt. Auf Einladung von Philipp ist Alexander endlich zurückgekehrt. Die beiden Männer zeigen allen, dass sie sich wieder versöhnt haben, im Interesse des Königreichs. Dass unter den Gästen auch ein Attentäter ist, das ahnt König Philipp nicht. Seht her, Vater und Sohn wieder vereint. Aber nicht jedem in Pella scheint die Versöhnung zwischen Vater und Sohn zu passen. Oh.
Vater. Philipps eigener Leibwächter hat den König niedergestreckt. Vater! Helf dir doch jemand! Doch für den Herrscher kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt mit 46 Jahren. König Philipp ist tot! Es lebe König Alexander! Der Weg auf den Thron ist frei. Ohne zu zögern, heißt es, hat Alexander die Macht übernommen. Lang lebe König Alexander! Lang lebe König Alexander! Alexander und seine Mutter werden verdächtigt, hinter der Bluttat zu stecken. Beide haben ein Motiv, besonders Olympias. Durch Philipps neue Frau fühlt sie sich tief gedemütigt. Und sie will Alexander unbedingt auf dem Thron sehen. Der Mordfall Philipp wird nie aufgeklärt. Wenn Olympias vorher den Eindruck erweckt hat, dass sie ihre Stellung halten möchte am Hof, dass sie sich für ihren Sohn Alexander einsetzen möchte, dann sind andere Vorwürfe häufig nicht weit. Dann ist der nächste Schritt bei einer solchen Frau, dass sie die Ehe bricht, dass sie vergiftet, dass sie zum Mord anstiftet. Alexander lässt seinen Vater in Vergina nach makedonischem Brauch bestatten. Die Grabkammer liegt unter einem Hügel. Ob es sich wirklich um das Grab von König Philipp handelt, ist bis heute umstritten. Dafür spricht die kostbare Ausstattung. Die Krone mit fein ziselierten Eichenmotiven ist aus purem Gold. Auch die Urne in der Grablege ist aus dem Edelmetall. Auf ihrem Deckel prangt der Stern von Vergina. Das 16-strahlige Sonnensymbol gilt als Hoheitszeichen von Alexanders Vater Philipp. Das Erbe, das der neue König von Makedonien antritt, wiegt schwer. Denn die alten Widersacher melden sich zurück. Wie sein Vater muss auch Alexander seine Alleinherrschaft erst noch durchsetzen. Wenn nötig mit Gewalt. Alexander fängt bei Null an. Allen voran nutzen die Athener den Machtwechsel, um die makedonische Führungsrolle in Griechenland erneut in Frage zu stellen. Und wieder ist Demosthenes der Wortführer. Die Götter haben unsere Gebete erhört. Sie haben den Tyrannen Philipp mit dem Tod bestraft. Jetzt müssen wir handeln. Jetzt ist die Stunde, sich gegen Alexander aufzulehnen und Chaironeia zu retten. Für die Freiheit Athens. Zu den Waffen. Als erstes proben die Stämme im Norden den Aufstand. Dann die großen Stadtstaaten, angeführt von Athen und Theben. Keiner will zu spät kommen, wenn das Fell des Bären verteilt wird. Doch noch ist der Bär nicht erlegt. Alexander zieht im Eilmarsch von den Kriegsschauplätzen im Norden vor die Tore Thebens. Doch bevor er die Stadt stürmt, setzt er auf Diplomatie. Er verspricht, sie zu verschonen, wenn sie sich unterwirft. Und? Die Thebaner geben nicht nach. Sie sagen, dass sie lieber für ihre Freiheit kämpfen wollen, statt sich einem Tyrann zu unterwerfen. Einige glauben sogar, du seist im Kampf gefallen. Dann wird sie wohl ein Toter das Fürchten lernen. Alexander handelt wie ein eiskalter Machtpolitiker. Ohne weiter zu zögern, statuiert er an Theben ein Exempel. Seine Truppen erobern die Stadt im Sturm und machen sie dem Erdboden gleich. Mehr als 6000 Menschen sterben. Es sollen keine Zweifel aufkommen, weder bei Feind noch Freund.
Alexander ist entschlossen, seine Führungsrolle in Griechenland zu behaupten. Die Überlebenden des Massakers schickt er ausnahmslos in die Sklaverei. Die Maßnahmen lässt er sich vom Korinthischen Bund absegnen. Als Grund gibt er an, Theben sei vertragsbrüchig geworden. Die Zerstörung Theben war ein ganz klares Signal für alle Städte in Griechenland, die die Idee hatten, wir schütteln die Vorherrschaft Makedoniens ab, die eben darin bestand, dass der König von Makedonien der Heerführer des Korinthischen Bundes war. Die Bürger Athens an Alexander, den König von Makedonien, den neuen Führer des Bundes von Korinth. Wir feiern dich und gratulieren dir zur Züchtigung Thebens. Wir erneuern den Schwur, den wir deinem Vater geleistet haben, und versichern, dir als Wahrer und Verteidiger des Friedens allzeit beizustehen. Der Widerstand ist gebrochen, der innere Friede gesichert. Für Alexander ist die Zeit gekommen, den Blick nach außen zu richten. Das Küstengebiet jenseits der Dardanellen in der heutigen Türkei ist das nächste Ziel. Als erste Etappe auf dem Rachefeldzug gegen den Erzfeind der Griechen. Alexander rüstet sich für einen Kampf gegen den König der Könige, den Herrscher des persischen Großreichs. Das mächtigste Imperium der damaligen Welt erstreckt sich über ein Gebiet, das drei Kontinente und unüberwindbare Gebirgszüge umfasst. Bis an die Grenzen Indiens reicht. Auch Babylon, die schönste Stadt des Orients, haben die Perser unterworfen und zu ihrem zweiten Regierungssitz gemacht. Und ihr Reichsheer, das über 300.000 Mann ins Feld führen kann, sorgt weit und breit für Angst und Schrecken. Großkönig Dareios ist ein übermächtiger Gegner. Gegen ihn Krieg zu führen, gleicht dem Kampf zwischen David gegen Goliath. Doch der Makedone kennt keine Angst. Alexander ist fest entschlossen, es Achill gleich zu tun. Wie der mythische Held aus der Sage, will er Rache nehmen und den Griechen den Sieg bringen. Im Frühjahr 334 vor Christus beginnt einer der größten Eroberungszüge der Geschichte. Alexander setzt alles auf eine Karte.